So, jetzt sind wir hier am Stand der Firma Toki und da drehen wir ein Video auf Wunsch eines YouTube-Freundes, nämlich vom Aki. Ja, der liegt leider krank zu Hause. Also Aki, gute Besserung und wir versuchen, jetzt einige schöne Eindrücke für dich aufzufangen. Genau, nach dem Intro geht's los. Also, wie ihr sehen könnt, das Ganze ist ein Pickup. Also, wir haben uns jetzt mit diesem Thema von Pickups natürlich noch gar nie beschäftigt. Das ist jetzt für uns auch ziemlich neu, aber eben auf Wunsch vom Agi wollen wir das jetzt mal machen und wir möchten alle bitten, uns zu entschuldigen, wenn wir jetzt irgendetwas sagen, was vielleicht nicht so gut ist. Wir sind keine Pickup-Experten. Nein, aber wir schauen es uns jetzt einfach mal an und und dann gucken wir mal. Genau. Also die Leiter, die ihr da seht, unten rechts, die ist dabei. Auch dieses Zelt, dieses Dach kann man immer wieder ausfahren. Und wenn man das Fahrzeug oder diese Kabine vom Fahrzeug, vom Auto wegbaut, dann kann man die Kabine ganz auf den Boden setzen. Das ist kein Problem und braucht dann auch keine Leiter, wenn man da reingeht. Also was auf jeden Fall schon mal da ist, das ist hier ein Wasseranschluss. Wasser gibt's, nicht nur im Tank. Dann haben wir hier noch einen Kühlschrank, der ist auch offensichtlich da. Und eine Außendusche, denn ich denke mal, für ein Bad ist da drinnen kein Platz. Es gibt auch eine Heizung und es gibt auch eine Toilettenentsorgung. Das ist ja schon mal etwas, Ossi, oder? Ja, klar. So, dann schauen wir mal rein. Sieht hier überhaupt nicht aus, wir machen es nur für der AG. Der interessiert sich jetzt einfach. Also das ist jetzt für uns natürlich auch eine Premiere, denn wir waren noch nie in einem Pickup, wie sagt man, Aufsetzer oder wie Pickup. Nennt man? Ja, das ist das Fahrzeug und das war die eine Kabine, gell? Ja. Kabine ist das. Aha, und jetzt schauen wir mal, was es hier alles so Schönes gibt. Also was ich sehe, ist es schon mal gemütlich, das muss man auf jeden Fall sagen. Positive Überraschung, gemütlich. Zweite Überraschung, also ich gehe mal erstmal in den Sanitärbereich, ja. Okay. Es ist hier eine Toilette, das haben wir schon von außen gesehen, aber es ist wohl auch die Möglichkeit für eine kleine Dusche, für diesen engen Raum eigentlich schon mal eine tolle Leistung. Ja, und ich habe mir gerade sagen lassen, dieses Modell hier hat 85 Liter Wassertank und 10 Liter im Boiler. Also da kann man schon auch ein bisschen was damit anfangen. Und schau mal, was für ein großes Bett. Ja, nicht schlecht. Und zwei Fenster, jawohl. Aha, und das sieht richtig gemütlich aus. Muss man, kann man ruhig sagen, ja. Aha, seitlich hat es hier Verstaufächer. Auf jeder Seite zwei. Super. Hier natürlich nur Fächer. Sehr schön. Ja, also Staufächer scheinen genügend vorhanden zu sein. Und die Sitzecke. Das ist natürlich außer, da können sogar vier Personen könnte hier sitzen. Aber nur, wenn man sie mag. Ja, das ist ganz klar. Weil man sitzt dann ein bisschen eng beieinander. Also, für zwei Personen überhaupt kein Thema. Hier mal kleine Kochplatte. Ja, zwei Flamme und Spüle. Ja. Mhm. Ist ja gut. Prima. Und hier dann auch nochmal Regalfächer. Da oben haben wir auch, glaube ich. Ja, also Stauraum scheint es hier ganz schön zu haben. Da haben wir einen Kleiderschrank.
Ah ja, Getränke sind schon vorhanden. Weil du brauchst nicht mehr, die Getränke sind da. So, dreh dich mal um. Hier hat es nämlich auch noch einen Kühlschrank. Moment, geh ich mal da in die Ecke. Geht der jetzt auch? Ne, jetzt hat er den Klaub abgeschlossen, oder? Und, ach, hier. Ah ja, genau. Dann kann man zumachen. Ja, das ist auch groß genug. Ja, und oben drüber auch noch mal Staufach. Klar, was das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht irgendeine technische Funktion. Ja, und das Bad. Aki hat ja jetzt einige Kilos abgenommen, also dürfte es kein Problem mehr für ihn sein, da reinzupassen. Aha. Ich gehe mal da rein. Ja, also ich, für mich ist es groß genug und für die Andrea bestimmt auch. Aki muss es natürlich ausprobieren, er ist ja ein bisschen größer als ich. Hm? Tschüss! Klar, doch. Kann man schon. Gut benütze ich halt alles dann nass. Kann man gleich das Klo und alles nachher nur mit trocken putzen. Hier hat es Fächer, die sind allerdings auf. Also beim Duschen könnte das natürlich dann auch alles etwas nass werden. Ja, da gibt es einen Vorhang. Schau, da ist eine Schiene. Ah ja, dann kommt hier noch ein Vorhang rein. Okay, ich nehme es zurück. Wenn der Vorhang vor ist, wird nichts mehr nass. Aber dann ist es schon ein bisschen leer, ne? Hm? Wenn da dann so ein Vorhang ist. Also. Also es sind zwei Abwassertanks da für Spüle und fürs Bad. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, dass man das Ganze absetzen kann. Mhm. Und man kann dann mit dem BKW Erkundungstouren machen. Der Nachteil ist, dass es nicht so einfach ist, das zu versichern. Nicht jeder Versicherer versichert Pickups. Ja. Und natürlich, der Platz ist bescheiden begrenzt. Ja, aber es kommt ja immer darauf an, für was man es benutzen möchte. Und eben, das ist ja Allrad. Also man möchte dann wahrscheinlich auch mehr im Gelände umeinander fahren. Und für solche Zwecke ist das natürlich vermutlich sehr ideal. Nicht jedes Fahrzeug ist für jeden geeignet. Für uns wäre es zu eng. Aber wer es das mag, für den ist es natürlich eine schöne Sache. Ja. Und Aki, das nächste Mal bei der nächsten Messe kannst du es dann selber anschauen. Ja? Bleib gesund, werde wieder gesund. Ja, und trink jeden Abend ein Gläschen Rotwein, das stärkt dann das Immunsystem. Ja, ganz enorm sogar. Also, wir wünschen dir gute Besserung und bis zur nächsten Messe, da sehen wir uns dann wieder. Ja, tschüss. Ciao. Lieber Aki, wir hoffen, dass dir dieses Video auch ein paar Eindrücke vermittelt hat. Es gibt auch noch ein paar alternative Pickups, für die wir eher plädieren würden. Aber das nächste Mal bei der Messe bleibst du gesund, dann schaust du dir die Pickups selbst an und kannst dir dein eigenes Bild machen. Bei allen anderen Zuschauern bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, hoffen trotzdem ein paar Alternativen gezeigt haben zu können. Und von der Messe Düsseldorf kommt jetzt noch ein Wohnmobil und das ist ein Concorde Credo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.